und habe jetzt gleich jemanden als nächstes dabei, der für uns als Fränkische Verlagsanstalt eine ganz wichtige Rolle spielt, weil er mit seinem Team unsere Büroräume ausgestattet hat und weil wir auch da ein bisschen spezielle Wege gegangen sind. Lieber Herwig von den Möbelmachern, du hast das Wort. Danke, Robert. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist tatsächlich Herwig Danzer und ich bin Geschäftsführer von den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Hersbruck im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern. In den nächsten 10 Minuten möchte ich Ihnen mit diesem Bilderbuch gerne zeigen, was wir als regionale Waldschöpfungskette bezeichnen. Und was sie für unsere Kunden, wie zum Beispiel das Karl-Bröger-Haus bzw. die Fränkische Verlagsanstalt, bedeutet. 1988 sahen wir noch so aus, haben wir die Möbelmacher als reine Massivholzschreinerei gegründet, mit konsequentem ökologischen Anspruch, und bis heute sind wir dem auch treu geblieben. 1997 konnten wir unser ökologisches Firmengebäude in Untergrumbach bauen und seitdem haben wir eben genau, da sieht man die Maus ja, da hinten genügend Platz, um das ausschließlich mit dem Holz aus der Region arbeiten zu können, denn wir wollten, dass das Geld unserer Kunden in der Hersbrucker Alt die Lebensqualität erhöht. So kommt es direkt bei den Waldbauern an, aber auch bei allen anderen Ausgaben versuchen wir, so gut es eben möglich ist, das Geld in der Region zu lassen, ganz im Sinne regionaler Wirtschaftskreisläufe. Die Stämme werden den ganzen Winter über bei uns angeliefert und Ende März kommt dann standardmäßig der Entrinder. Das ist ein ganz lustiger LKW, da kommt mit dem einen Kran, schiebt man die Stämme rein, dann geht es durch so eine Art Bleistiftspitze, dann geht es wieder raus, dann wird die Rinde entfernt und mit der Rinde natürlich auch die kleinen Tierchen, die da drin sitzen. Und das ist dann praktisch der Start dafür, dass wir, naja, so würden wir es gerne stapeln, da fehlt uns leider der Zaubertrank, aber in echt ist auch nicht so schlecht. Und anschließend kommt dann Klaus Gerstager mit seiner mobilen Säge und dann sägen wir im Jahr normalerweise so zwischen 70 und 130 Kubikmeter Holz eben, um unseren Vorrat wieder aufzufüllen. Die von uns dann, ja, das führt dazu, dass dann auch nochmal mit dem Fernsehen da ist, die von uns sorgfältigst gestapelten Bretter und bleiben dann die nächsten Jahre im Außenlager vor Regen geschützt und werden da in Ruhe gelassen. Denn die natürliche Trocknung erzeugt eine ganz andere Holzqualität als die sonst leider üblichen Trockenverfahren in Vakuumkammern. Natürlich ist auch der Energieverbrauch für die aufwendige Vakuumtechnik auf einem ganz anderen Niveau, als wenn man einfach wartet. Ja, bei uns lagern rund 400 Kubikmeter Holz, also der Holzbedarf für rund 5 Jahre. Und wir hatten in der ganzen Krisenzeit kein einziges Problem mit der Holzbeschaffung. Unsere Art der Holzwirtschaft nennen wir die regionale Waldschöpfungskette. Und dabei war dann auch Roland Zimmermann vom Bayerischen Rundfunk einen Beitrag gemacht. Und wir haben damit auch die meisten Nachhaltigkeitspreise Deutschlands gewonnen. Während dieser Zeit der Trocknung, also während das Holz hier einfach fröhlich vor sich hin wartet, entwerfen wir mit unseren Kunden die Möbel in Einzelanfertigung, in diesem Fall die Kompletteinrichtung für den 5. Stock im Karl-Bröger-Haus zusammen mit Robert Kästner und seinem grandiosen Team. Und weil das für das ganze Stockwerk natürlich dann doch etwas dauern kann, haben wir uns natürlich auch was zu essen gemacht. Denn nebenbei wollte ich auch die Vorteile unserer Küchenfertigung und vor allem unsere Geräte, wie zum Beispiel den Druckdampfgarer, unauffällig einfließen lassen. Das Schöne beim gemeinsamen Entwerfen ist, dass wir uns an keinerlei Vorgaben oder Kataloge halten müssen, denn anhand des Grundrisses des historischen Gebäudes entstanden ausschließlich Möbel, die auf ihre Verwendungszwecke zugeschnitten waren. Hier zum Beispiel der erste Gedanke, wie der Empfang aussehen könnte und wie er dann tatsächlich wurde. Oder auch die Küche ist genau bei diesem Gespräch, wo Sie das Foto gerade gesehen haben, ist die Küche so entstanden als Skribbel, was
nachher dann so präsentiert werden kann, oder auch das Buffet im Konferenzraum. Hatten wir hier schon die Gedanken, dass wir da Fotos reinpacken könnten, ob das Karl Marx ist oder wer auch immer. Danke. Und wir haben zum Beispiel auch den Konferenztisch aus 4 einzelnen Schreibtischen zusammen kombiniert, dass eben alle 4 auch einzeln verstellbar sind. Natürlich sind aber auch alle anderen Arbeitsplätze im ganzen Haus höhenverstellbar. Wir haben oben auch die anderen Arbeitsplätze, wie man hier den Robert sieht. Wir haben oben auch Vitrinen eingebaut, die waren hier noch nicht fertig dekoriert. In der Zwischenzeit müssen Sie sich so oben anschauen, sind natürlich die ganzen historischen Schätze des Karl-Bröger-Hauses da drin zu finden. Oder auch was ja, eher Banales und trotzdem Praktisches ist einfach, wenn Sie einen Bierkasten in die Küchenschublade packen können und es ist unten ein Edelstahlboden drin, der das Ganze eben auch auf Dauer ermöglicht. Ja, zusätzlich haben wir noch das Licht mit integriert. Es gibt ja ein super raffiniertes Lichtkonzept für den 5. Stock. Das ist komplett hier in unserem Möbel auch mit integriert. Das verändert auch die Lichtfarbe. Das ist super klasse. Außer Sie versuchen Videos zu drehen und stellen fest, dass sich hier ständig an dem Video was ändert. Und bis Sie dann draufkommen, dass es diese Beleuchtung ist, kann es ein bisschen dauern. Aber dann weiß man es und dann ist es ganz lustig. Ja, und in dieser Phase, als sich das Team von Robert für massive Esche entschieden hat. Esche haben sie sehr häufig in der Hand, denn fast alle Werkzeuge haben Stiele aus Esche, also zum Beispiel Hammer und Sichel, aber auch Äxte und Besen sind Stiele aus Eschenholz. Und diese Esche haben wir dann eben in unsere Trockenkammer gepackt, haben im Anschluss daran die Lamellen gehobelt, verleimt, geschliffen, haben auf der computergesteuerten CNC-Maschine das ist die Verleimung der einzelnen Elemente auf der computergesteuerten CNC-Maschine. Dann alles auf Format geschnitten, die Kanten gefräst, die Dübellöcher gebohrt, die Beschläge gebohrt und danach in der Verleimstation zu Korpusen verleimt. Nachdem ich mal Germanistik studiert habe, möchte ich mir diesen kleinen Einschub erlauben. Es heißt übrigens tatsächlich Korpusse und nicht Korpie, wie es leider ganz viele Menschen gibt, die das behaupten. Beim Korpus ist es übrigens das Gleiche. Also Korpusse. Wir haben ebenso sorgfältig wie liebevoll die Öloberfläche aufgebaut, denn sie ist tatsächlich die einzige Technik, mit der wir alle Massivholzmöbel auch in vielen Jahren noch pflegen und auf neu überarbeiten können. Ich zeige Ihnen das später bei der Führung noch. Privatkunden machen das meist selbst oder bestellen nach 10 Jahren mal uns für die Pflege. Für manche Objektkunden machen wir das auch alle 5 Jahre regelmäßig. Da muss Robert mal nachdenken, ob sie es selber machen. Tja, und die fertigen Möbel haben wir dann natürlich zum passenden Zeitpunkt, der sich leider immer etwas verschoben hatte, geliefert. Und an dieser Stelle einen Riesendank an Robert und sein Team, denn wir hatten wirklich noch keine Baustelle, bei der wir so sorgfältig über den nicht immer funktionierenden Zeitrahmen informiert worden waren. Es war wirklich die perfekte Zusammenarbeit auf dieser Baustelle, auf der unsere Schreinerinnen dann übrigens die einzigen Frauen waren. Aber die sind jetzt gewöhnt. Bei einem wunderbaren Fototermin dürften wir dann mit den vielen Protagonisten die Möbel auch dokumentieren und später in unserem Jahrbuch festhalten. Das liegt hier überall außer dem ganzen Gelände, können Sie nachher gerne mitnehmen. Und da, so ist es im Jahrbuch dargestellt, ist auch von Robert ein kleiner Beitrag über diese Themen, die uns eben da sehr lange und sehr viel beim Planen beschäftigt haben. Und danach starten wir noch mit Rat und Tat zur Seite für ganz winzige Kleinigkeiten, wie zum Beispiel den Wandschutz in Acryl, den wir dann mit dem in der Tür schon eingeführten Dekor geliefert haben. Und heute kann das Karl-Bröger-Haus, wie alle unsere Kunden sagen, dass die Möbel umweltfreundlich von gut ausgebildeten und bezahlten Schreinerinnen und Schreinern aus dem Holz der Hersburger Alb gefertigt wurde, dass damit vielfältige regionale, nicht
nur Holzwirtschaftskreisläufe unterstützt würden, dass die individuell angepassten und reparaturfreundlichen Möbel extrem langlebig sind, dass sie auch allen Besuchern und allen anderen Nutzern der Konferenzräume Freude machen und dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten für alle Belange noch zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich selbst davon überzeugen wollen, kommen Sie mit mir in den 5. Stock. Keine Angst, es wird keine Elevator-Speech geben, sondern nur die ebenso ehrliche, die ausführliche Beantwortung aller Ihrer Fragen zur Kompletteinrichtung der Möbelmacher aus dem Holz der Habsburger Alb. Herzlichen Dank fürs Zuhören. So, Herr Hardinger hat ja schon gesagt, wir teilen uns jetzt auf.